Deutschlands Schlagerradio. Radio B2 ist hier, Chefsache, Macher im Gespräch. Herzlich willkommen. Mein Gast heute wurde am 13. März 1973 in Den Haag geboren. Bekannt wurde er Anfang der 90er Jahre als Mitglied der englisch-niederländischen Boygruppe Caught in the Act. 2004 kam das Comeback als Solosänger. 2018 erreichte er mit seinem deutschsprachigen Album Kopf aus Herz an Platz 1 der Albumcharts. Er sagt über sich selbst, ich bin eitel. Ich begrüße Eloy de Jong. Einen schönen guten Tag. Habe ich das gesagt? Das hast du in einem Interview mal gesagt. Wirklich? Und, oh, da war ich betrunken. Nein. Bist du jetzt nüchtern? Ja, total. Okay. Und wenn du sagst, du bist eitel, bist du dich jetzt wirklich eitel oder war das jetzt wirklich nur geschuldet an der Situation, einer blöden Frage? Ich glaube, dass es an die Situation kam, aber ich sage immer, ein Haus renoviert man auch. Wenn das Haus nicht mehr gut aussieht, dann muss man das auch renovieren. Ja. Und warum das Gesicht auch nicht gut pflegt. Und renovieren und cremen und gesund essen und Wasser trinken. Wie lange brauchst du morgens im Bad? 3,5 Stunden, also nee, ganz schnell. schlimmer als für eine Frau. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie lange brauchst du? Halbe Stunde. Schon. Ja. Und weil du sagst, man muss ein Gesicht so pflegen und einen Körper wie ein Haus, kannst du dir vorstellen, so mal in 20 Jahren mehr Falten dich mal liften zu lassen oder so? Oder Botoxen? Wenn ich fühle, dass ich das brauche, dann mache ich das kein Problem. Ich finde, dass Leute die Freiheit haben müssen, um zu machen, was sie wollen. Das mit ihrem eigenen Körper. Ja. Und ja, das ist immer ein Riesenthema. Sylvie Meis letzte Woche auch wieder. Dann werd er geschrieben, hat sie ihr Gesicht, wie sagt man das, Botox spritzen lassen. Mhm. Denk ich, ja, lass die Frau einfach. Ich meine, wenn sie das nötig findet. Und du würdest es auch machen? Du sagst, kein Problem damit. Na, mal sehen. Vielleicht. Gehen wir zusammen. Ja, bei mir ist es viel schlimmer. Guck mal, wo soll das hinführen? Obwohl, ich sage ja immer, ich lebe in der Bundesrepublik Deutschland, hier kann ich mich frei entfalten. Aber du siehst gut aus. Vielleicht können wir zusammen zum Arzt dann. Machen wir. Gib mir ein paar Tipps später. Ja. Ja, die kriege ich von dir. Eloy de Jong, mein Gast bei Radio B2, Chefsachemacher im Gespräch. Und hier gibt's was auf die Ohren von Eloy. Schritt für Schritt gehen wir jetzt zum schönen Ziel. Komm. Deutschlands Schlagerradio. Radio B2 ist hier, Deutschlands Schlagerradio. Chefsache, Macher im Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Cool, dass er hier im Studio ist. Eloy de Jong beim Radio B2 Schlagerhammer. Habe ich dich auch schon auf der Bühne gesehen. Ja. Richtig Show gemacht. Ja. Und 2020, wenn es gut geht, bist du wieder mit dabei. Ja, gerne. Der Schlagerhammer ist wirklich so eine Erinnerung. Das sind die Cherries on the Cake. Also die Kirschen auf die Torte. Ja. Und das war einer der ersten großen Auftritte, die ich gemacht habe, nachdem mein Album Nummer 1 gegangen ist. Mhm. Und eigentlich, ich bin zwar kein Newcomer mehr, weil Menschen sagen, ja, die ist wirklich da. Aber voor 13, 14 Monaten hat es angefangen. Genau. Also die Schlagerhammer-Auftritt war eine der ersten Male. Und dann ging es richtig los. Hat vielleicht ein bisschen geholfen. Man erkennt ja an deinem Dialekt, du kommst nicht aus der Bundesrepublik, du bist aus den Niederlanden. Ja. Jetzt sagen ja viele über die Niederländer, das sind die Holländer. Ja, ich habe als Kind mal gelernt, der höchste Berg der Holländer ist der Drachenfels. Wie siehst du dich? Sagst du, ich bin Holländer oder Niederländer? Eigentlich ist mir das egal. Ja, ich sage manchmal, ich wohne in Nederland oder ich wohne in Holland, Holländer, Niederlander. Ich glaube, dass als meer in Ausland dan lebt, dass Menschen sagen, bist du Holländer oder Niederland. Es ist für mich nicht wirklich richtig. Den Haag, also es hat ja territorial was damit zu tun, Den Haag ist ja quasi Holland, ja. Ne? Amsterdam, Den Haag. Ja. Genau. Ja, ich bin in Den Haag geboren. Mhm. Und ich glaube, weil Holland so klein ist natürlich, dass wir deshalb gelernt haben, uns offen zu stellen, auch an andere Länder. Und was ich maak van die Holländer, wir sind neugierig, wie andere Menschen ticken. Ja, und ihr seid immer mit dem Wohnwagen unterwegs. Also in meiner Kindheit war das so. Ist das heute noch so oder ist das ein blödes Vorurteil? Ich laufe auf Holzschuhe. Ich esse nur Käse und ich wohne in einem Wohnwagen. Und nee, alles stimmt. Du hast am Kolkenhof Tulpen zu Hause. Ja, genau. Und wir hören zu Hause nur Rudi Carrell natürlich. Ja, oder Polka. Ja. Naja, das sind bestimmt noch Menschen, die so leben. Und das ist auch cool. Aber ich
glaube, dass wir schon uns etwas entwickelt haben. Ja, wohin ist die Frage? Ja, keine Ahnung, ja, wohin die Wohnwagen uns fährt. Hä? Ja. Ja, Weiterentwicklung bedeutet ja immer Risiko. Ja. Und so heißt der Titel hier von Eloy de Jong bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Deutschlands Schlagerradio. Eloy de Jong ist mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Ist ganz lustig, ich neige dazu immer zu sagen Eloy de Jong. Ja. De Jong, ja. Also, nimm es als Kompliment. Also, Eloy de Jong. Ich habe mehrere Hashtags gehabt schon, aber de Jong ist alles gut. Ich höre es an. Du hast ja diesen Nachnamen quasi fürs Geschäft nochmal geben lassen müssen, nachdem Eloy, das ist so eine deutsche Rockband, 70er Jahre sehr populär, gesagt hat, da besteht Verwechslungsgefahr. Ja. Ich sage, hey, wenn ich mir die Musik von denen anhöre und deine, was will man da verwechseln? Ja, ja, was ich immer ein bisschen blöd finde, ich bin seit die 90er unterwegs natürlich, koordinierte Boyband war in die 90er, also dann hieß ich schon Eloy, dass sie niemals eher gekommen sind. Es fühlt sich ein bisschen an, die haben ein bisschen so gewartet, bis dann Solo-Erfolg da war. Aber nimm es als Anerkennung. Ja, ja, jetzt ist der Mann, wird der Mann zu einer Marke. Ja, genau. Ja, und wir haben, ich glaube, 50.000 CDs geklebt mit einem gelben Sticker mit dem Namen de Jong. Weil wenn man zu Hause einen Eloy de Jong Kopf aus Herz an CD hat mit nur Eloy, hat man wirklich etwas Exklusives. Echt? Ja. Das wird mal ganz viel wert. Ist es schon. Hast du selber mitgeklebt? Hast du selber mitgeklebt? Ich habe selbst mitgeklebt. Ja, jetzt weißt du, was die im Gefängnis immer so machen. Mitkleben. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja so Arbeit für den Knast. Ne? Ja, naja, ich habe 50.000 Stück geklebt. Also, ich fühle es jetzt noch in meine Finger. Das glaube ich. Also, du hast gesagt, du bist Idol, aber meine Finger sehen aus wie ein 90-Jähriger. Da ist Musik machen leichter. Was hat dich dazu getrieben zu sagen, ich will Musiker werden? Ich hatte zu Hause, als Kind hatte ich alles. Spielzeuge, die haben wirklich versucht bei den Eltern, um mich irgendwo in eine andere Richtung zu pushen. Autos, Tonka war damals so eine Marke, vielleicht kennst du das aus dem 80er Jahren. Was war das für eine Marke? Autos, Tonka hieß das. Ja. So, Autos und Racebahnen, alles hatte ich. In den 80ern war ich schon groß, habe Radio gemacht. Ah, wirklich? Ja, ja. Also, du bist deutlich jünger. Siehst du, wie gut du aussiehst? Du bist 10 Jahre jünger. Ja, das hast du auch in die Anmoderation schön gesagt. Ich habe 13 Meter schön, aber 73. Also, was war die Frage? Die Frage war, wie kamst du zur Musik? Oh ja, okay. Und ich habe dann niemals mit meinen Autos gespielt und meine Racebahn. Niemals. Ich habe nur gespielt, als ich eine Popstar war. Mhm. Wirklich. Damals gab es die New Kids on the Block. Und das war mein Traum. Das war wirklich mein Traum, um zu tanzen, zu singen und die Welt zu reisen und auf die Bühne zu stehen. Und dann habe ich das gemacht. Mit der Gesangsausbildung? Nein, weil ich war zuerst holländische Jugendmeister Standard tanzen. Mhm. Ich habe jahrelang, seit ich mich erinnern kann, weil damals waren da zu wenig Männer, die getanzt haben. Mhm. Und meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich. Und meine Mutter und meine Schwester haben mich dann gezwungen, als 5-Jährige, um mit meiner Schwester zu tanzen. Ja. Wenn man die Bilder sich anschaut, bin ich auch wirklich, ich glaube so, die Kopfhöhe van die Nabel van meine Schwester. Aber das hat meine Liebe für Tanzen habe ich dann entdeckt. Und das war die erste Schritte für mich in das Ganze auf die Bühne stehen. Okay. Und, also es war nie das Thema bei euch zu Hause, dass die Mama gesagt hat, Junge, du musst einen anständigen Beruf lernen, werde Drucker oder Kfz-Mechaniker oder was auch immer. Das Coole bei uns, Beziehung mit meinem Vater war wirklich schwierig, wirklich schwierig. Aber meine Mutter hat uns immer unterstützt, um unsere Träume zu erfüllen. Mhm. Sie hat mich in meiner Tanzkarriere wirklich überall durch Holland hingefahren, um die richtige Trainer zu haben. Und da bin ich froh mit. Sie hat mich wirklich unterstützt. Und heute? Mama ganz stolz? Super stolz. Ja, ich liebe meine Mama. Die ist die perfekte Oma und hat mich wirklich gezeigt, was Liebe ist. Das ist wichtig. Und hat mich bedingungslose Liebe gelernt. Ja. Das ist ein Wort, was ich vor ein paar Wochen gelernt habe. Aber das ist so wichtig, wenn wir das unseren Kindern mitgeben können. Bedingungslose Liebe. Das können wir Erwachsene meist ja nicht. Ne? Es ist ja oft so, also wenn du so und so bist, dann kann ich dich lieben. Also das ganz schwierig. Das. Ja, Mamas, die Liebe von einer Mama ist doch etwas anders. Die Liebe von einem Papa auch. Das weißt du auch, das zu stimmt. Deinem Kind. Stimmt total. Eloy de Jong bei Radio B2. Radio B2.
Deutschlands Schlagerradio. Wir haben Spaß im Studio und Sie am Radio hoffentlich auch. Eloy de Jong ist mein Gast. Star, Popstar, Schlagerstar, was auch immer. Auf jeden Fall inzwischen eine große Nummer in Deutschland. Und interessant, wie du so über deinen Weg und deine Familie sprichst. Caught in the Act, das war Anfang der 90er, 93 quasi der Durchbruch. Mhm. Man müsste ja sagen, eigentlich so eine Kunst, so eine Retortenband, ne? Zusammengestellt nach einem Casting. Eigentlich Deutschland sucht den Superstar avant la lettre, weil wir haben auch Auditions gemacht. In Holland sind da 600 Jungs vorbeigekommen und in England auch 600. Mhm. Und die haben uns dann gecastet. Also Kees van Leeuwen, oder wie der heißt. Kees van Leeuwen, ja, ist jetzt im Himmel auch. Okay. Ist auch nicht mehr da, aber ihr habt bei Anfang gekämpft voor die band, wirklich. Mm-hmm. Und, wir haben in unserem Durchbruch in Deutschland geschafft, waar wir 15 Folgen in guten Zeiten, schlechten Zeiten gespielt haben. Ja, das hat vorher ja nicht funktioniert. Also irgendwie wollten die euch nicht, aber wie kam denn dieser Deal zustande mit gute Zeiten, schlechte Zeiten? Keine, ich glaube, ihr habt mit richtigen Menschen geschlafen. Ich weiß es nicht. Eher, hè? Nicht ich. Ja, ja, okay. Mit den richtigen Frauen oder richtigen Männern? Ja, nou ja, egal. Er hat es gemacht und wir haben dann die Rolle bekommen. Ich habe 15 Folgen mich selbst gespielt, also Eloy, das war einfach, und dann hat es angefangen mit Love is Everywhere. 20 Millionen Tonträger verkauft, wenn man das heute rückwirkend sieht, 20 Millionen, das ist mega, ja, damals war es schon sehr gut, aber heutzutage, glaube ich, schafft es eigentlich keiner mehr, selbst eine Helene Fischer, glaube ich, ist richtig schwer. Ja, ich kann nur für mich selber reden, als wir vor ein Jahr, in Juni mein Album rausgebracht haben und dass wir jetzt fast Platina sind, das ist so ein Traum, die Wahrheit geworden ist. Mhm. Ich habe in unserer Wohnung ein Musikzimmer, wo alle Caught in the Act goldene Platten hangen. Aber ich habe eine neue Mauer jetzt in unserer Wohnung, wo ich mit Platin. Ja, auch weil wir. Und wann gibt es Platin inzwischen? Früher war das, glaube ich, 1 Million und heute? 200.000 Stück. Ja, genau. Ja. Alles runtergesetzt, weil viel mehr Leute auch streamen, ne? Ja, ja, naja, bei mir sieht man auch, dass viele Menschen noch dem Album haben wollen. Und das ist schön. Ich bin auch beschäftigt bei das ganze kreative Prozess, wie das Album aussieht. Und in Juni kommt Kopf aus, Herz an und Tanz raus. Ja. Und das ist dann wirklich nicht nur ein Remix-Album, aber ich habe da meinen Standard-Tanz-Vergangenheit habe ich mitgenommen, um die Songs von Kopf aus, Herz an zu produzieren. In eine Cha-Cha-Cha, eine Rumba, eine Tango. Lateinamerikanisch. Ja. Und in das Booklet stehen auch die Kinderbilder von mir, als kleine Jungen. Da sieht man auch das Bild von mir mit meiner Schwester, dass ich gegen die NAVO geguckt habe und ganz romantisch die Rumba getanzt habe. Sprechen wir später noch mal darüber. Lass uns noch einen Moment bei Caught in the Act bleiben. 98 war plötzlich Schluss. Ja. Warum? Keine Lust mehr? Oder? Ich glaube, wenn man so mit so etwas anfängt als junge Männer, dann hat man die gleichen Traum. Wir sagen in Holland, die Kopfen waren in die gleiche Richtung. Mm-hmm. Wenn man dann so erfolgreich wird, die ganze Welt sieht, Erfolg hat, viel Geld verdient, ist es schwierig om die junge Männer van die Anfang, dass die Kopfen noch dieselbe Richtung schauen. Ja. Und das war weg. Dass wir machen es zusammen, Ziel, war weg. Ja, und dann ist es einfach vorbei. Und, Ja. Aber wir machen noch weiter mit Eloy de Jong hier bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Vorbei ist, aber es läuft schon. Gut, dass es angefangen hat. Schön, endlich, dass es wieder vorbei ist. Ja. Radio B2 ist hier, Deutschlands Schlagerradio. Mein Gast in Chefsachemacher im Gespräch ist Eloy de Jong, Popstar. Unzählige Teenies, die jetzt inzwischen ja groß sind, so wie wir auch, werden sagen, Mensch, der Typ, da ist er wieder. Und du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, 98 war es dann vorbei mit Caught in the Act, 2004 von dir Solo-Karriere. Versuche ich das mal, was hast du dazwischen eigentlich gemacht in der Zeit? Ich habe 2004 nur ein Single gemacht und dann habe ich eigentlich gespürt, dass ich nicht so weit war. Ich habe die Zeit nach Caught in the Act bis vor ein paar Jahren wirklich benutzt, um mein Leben auch ohne die Showbiz aufzubauen. Geht das für jemanden, der Bühne liebt? Ich habe das gelernt, weil lange Zeit war in die Caught in the Act-Zeit, war Caught in the Act 100% mein Leben. Mhm. Als ich dann zu Hause kam, war da eigentlich nichts.
Und jetzt habe ich eine Familie, eine Partner seit 11 Jahren, eine Tochter. Und ich weiß, unabhängig von meiner Volk, sind die immer da. Und das ist so ein Reichtum, die ich dabei habe. Das habe ich gelernt. Ja. Ich habe auch gelernt, nicht mein Selbstbewusstsein von Erfolg zu holen. Aber dass man einfach, und das finde ich total wichtig mit unsere Kinderen auch, dass wir die Kinder sagen jeden Tag, okay, du darfst da sein, ohne was du beruflich machst. Und das hatte ich damals nicht. Das könnte im Umkehrschluss bedeuten, Eloy, wenn ein Album floppt, dann wäre dir das quasi egal. Dann würdest du sagen, okay, suboptimal, neuer Versuch. Nein, nicht egal. Ich werde total traurig. Ich werde weinen und wirklich, weil ich mache das mit Leidenschaft. Hobbys habe ich genug. Ich liebe kochen, ich liebe rennen, ich liebe... Rennen? Wie sagt man das? Hardrennen. Joggen. Ich liebe meine Gesicht zu pflegen natürlich, weil ich bin so idol, hast du am Anfang gesagt. Aber meine Musik mache ich auch mit die Leidenschaft und natürlich mit so viel möglich Menschen zu erreichen. Also floppen ist nicht gut. Aber ich weiß, mit oder ohne Flop, zu Hause läuft es. Es sagt nichts über den Wert des Menschen aus, ob er nun erfolgreich oder floppt. Ne? Genau. Ja. Genau. Du rennst gerne, ich lass mich lieber gehen. Du hast dich irgendwann entschieden zu sagen, ich mache deutsche Popmusik oder Schlager, also genremäßig eingeordnet in den Schlager. Warum das? Du hättest ja auch Caught in the Act weitermachen können. Du hast dich nun getrennt. Ja. Warum aber Schlager? Schlager ist so ein Begriff, was so breit ist. Ich meine hier auch Radio B2, wenn man Helene Fischer hört. Wenn sie auf Englisch gesungen hätte, hätte sie ein Show auf Las Vegas gehabt, wie Celine Dion oder Madonna. So ein Talent. Nur weil es Deutsch ist, ist es dann Schlager. Ich finde es einfach, was man sieht heutzutage, dass da viele, ist eigentlich Popmusik auf Deutsch gesungen. Genau, ich sage Schlager ist das deutsche Wort von Hit. Ja. Und Radio B2 ist ein deutschsprachiges Hitradio. Genau, na, dann bin ich damit einverstanden. Du bist richtig. Du darfst in meine Wohnwagen mitfahren. Ich darf, wirklich? Ja? Nicht wirklich. So 70er, 60er Jahre Wohnwagen. Ja, so mit orangen und braunen Vorhängen. Und dann hoch auf den Drachenfels. Ja. In Königswinter. Machen wir. Ja. Millionen Kometen von Eloy de Jong hier bei Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Oh ja, haben wir das alle? Ich habe gedacht, ich bin in meine, wie sagt man das? Eloy ist nicht in seinem Wohnwagen, es ist warm hier im Studio. Genau, das liegt unter anderem... Bestimmte Alter geht man körperlich doch auch durch eine Änderung. Ja, genau. Fangt das jetzt bei mir an, hier bei Radio B2 in die Sendung. Das kann sein, wir haben extra die Heizung nochmal hochgedreht. Und das ist so warm. Ja. Alle hoffen, dass er endlich das T-Shirt auszieht. Endlich. Du hast ein bisschen privat gucken lassen, wie wichtig dir auch Familie ist. Lass uns mal... Wir haben über das Business gesprochen, über das Private sprechen. Schicksalsschläge gehören früher oder später immer zu jedem Menschen dazu. Ja. Du hast 1999 dich geoutet als homosexuell. Das war für viele Mädels ein totaler Schock. Du und Stephen Gately, ihr wart ein Paar. Ja. Und die Mädels damals waren, hast du das gespürt richtig, dass die enttäuscht waren? Eigentlich waren wir überrascht mit die tolle Reaktionen, die wir damals bekommen haben. Und damals gab es nog niet wirklich Social Media und alles. Aber die meiste Reaktionen waren ganz toll. Wir haben damals auch von Kollegen von George Michael, von Elton John, de Spice Girls, Blumen bekommen. Und wow, chapeau, dass ihr das gemacht habt. Aber das Publikum hat gut reagiert. Und er sind natürlich immer Menschen, die Problemen damit haben. Aber ich hoffe immer, dass wie ich lebe, wie ich ticke, wie ich das auch in Interviews oder im Fernsehen rüberbringe, dass das ein Beispiel sein kann, dass Menschen denken, okay, es ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber ist auch okay. Wie hat dein Vater darauf reagiert? Ich kann dir sagen, mein Vater, ich war 14 Jahre alt, werde nie vergessen, es war in Berlin-Wedding an einer roten Ampel in einem gelben Mercedes 200. Mein Vater drehte sich um und sagte zu mir, aus welchen Gründen auch immer, Junge, ich sag dir eins, wenn du schwul wirst, schlage ich dich tot. Ja, schrecklich. Das war so 70er Jahre. Ja. Wie haben deine Eltern das aufgenommen? Na, mein Vater war eigentlich so, auch so, er hat das niemals so gesagt, aber seit ich mich erinnern kann, als da ein schwuler Mann im Fernsehen zum Beispiel war, hat er seine Fernbedienung genommen, oh, weg mit der Schule. Weißt du? Wenn man als kleines Kind schon das jeden Tag spürt, dass man nicht da sein darf, das ist so schwierig. Und auch ein bisschen an die andere Frage zurückzukommen, was hast du in die Zwischenzeit gemacht? Mein Leben war einfach so,
Zu Hause konnte ich nicht wirklich mich selber sein. In die Schule nicht, weil ich habe kein Fußball gespielt. Ich habe getanzt und Musik gemacht. Dann bin ich eine Boyband erfolgreich geworden und konnte nicht mich selber sein, weil mein Management hat gesagt, ja, das geht einfach nicht. Dann lernt man eigentlich in die Jahre, dass man ein Erwachsen, dass man die Selbstbewusstsein aufbaut, aufbauen muss, habe ich das nicht gemacht. Also das Zurückzahlen, das Verarbeiten von das alles kam in nachgeholt in die Act. Aber deshalb, 17. März 2018, stand ich auf die Bühne bei Florian Silbereisen mit Egal was andere zaken. Und da stand ich zum ersten Mal meines Lebens als mich selber. Also kein Aufschmuck, kann man das so sagen. Ja, als ein echter Mensch. Ja. Eine Befreiung, oder? Befreiung. Und ich habe dann auch so geweint in die Video van Egal was andere zaken. Weil mein ganze Leben ist dann wie ein so snelle Kinofilm vorbeigeflogen. Mhm. Nicht nur über Steven, aber das Ganze. Weil ich glaube, ich konnte da stehen und stolz auf mich selber sein. Ja. Nicht, weil ich jetzt Erfolg habe. Aber dass ich einfach mich selber sein konnte. Und das ist so ein Gewinn gewesen. Und dass ich damit auch noch so viele Menschen erreicht habe, ist natürlich eine. Haben wir die wieder, die Kirsche auf die Torte. Aber so ist es wirklich. Ja. Steven ist mit 33 gestorben, an einer Wasser in der Lunge. Und du hast diesen Auftritt angesprochen, No Matter, das Original, gesungen von Caught in the Act. Boyzone, Original, bei dir. No Matter hieß es richtig, egal was andere sagen, tolles Lied, Eloy de Jong bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Familie ist wichtiger als Erfolg, das sagt Eloy de Jong. Mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, Chefsachemacher im Gespräch heißt diese Sendung. Und Familie bedeutet für dich in erster Linie Tochter Indi? Ja, natürlich. Meine Tochter, aber auch mein Partner, das ist die Basis meines Lebens. Ich glaube, es ist so wichtig, Harmonie zu Hause zu haben. Natürlich haben wir auch manchmal ein bisschen Streit, das gehört auch dazu. Aber dass er Ruhe zu Hause ist. Und das hatte ich als Kind leider nicht, aber Indi hat das schon. Und ich habe auch von meinem Partner gelernt, dass man einfach über Sachen reden kann, und statt Streit zu haben. Und ich genieße es, ein Familienmann zu sein. Und ihr habt 2010, also Ibo heißt dein Partner, gesagt, wir wollen noch ein Kind. Ja. Das ist für zwei Männer jetzt nicht irgendwie komplexes Thema. Man kann ein bisschen üben, aber ein Baby kommt dann natürlich nicht. Genau, das ist, da kann man tun und machen. In die Wohnwagen. Und ihr habt es dann quasi mit einer Freundin, mit einer Leihmutter, wie habt ihr das gelöst? Nicht mit einer Leihmutter, sondern mit einer Freundin von uns. Ja. Und sie hat die gleichen Wunsch. Also sie hat uns dann gefragt, okay, hättet ihr Interesse, um mit mir Eltern zu werden? Ja. Und dann haben wir gesprochen monatelang und wie siehst du es dann mit einem Kind? Und vor allem, wie macht man das Kind dann? Das ist ja auch die Frage. Ja. Also ist es dann so, ich gehe jetzt einmal in die Kiste. Bin ich jetzt wirklich eingeladen hier bei Radio B2 und muss die Geschichte, wie wir das machen? Ich find das ganz interessant. Ja, ist das so, dass man dann sagt, okay, einmal springe ich über den Schatten und dann machen wir es? Oder ist es so, dass man sagt, okay, wir müssen das irgendwie künstlich machen? Alles in die Wohnwagen. Und was passiert im Wohnwagen, bleibt im Wohnwagen. Also lass es dabei lassen. Nächste Frage. Sehr, sehr, sehr diplomatisch. Aber der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Natürlich, genieße deine Fantasie. Genau, oder die Fantasie der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Zwei Kinder waren unterwegs. Ja. Es ist dann nicht eins geworden, sondern zwei. Und der Junge ist gestorben. Ja. Vor der Geburt. Die beiden waren Frühgeborene. Also Milon ist mit 24 Wochen geboren. Indi mit 25 Wochen. Also sie ist noch eine Woche länger geblieben. Und das ist traurig. Das kann ich nicht anders sagen. Indi ist jetzt 7 und da geht kein Tag vorbei, dass ich nicht über Milo nachdenke. Weil Zwillingen sind natürlich so, ich gucke immer zu Indi, denke, wow, da hätte ein kleines blondes Jungen auch. Aber es ist einfach nicht so. Kennt Indi die Geschichte? Ja, natürlich. Hm. Ja. Wenn man die erste Echos sieht, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch so heet, aber die Bilder, die man im Bauch macht. Ja, genau, Ultraschall. Ultraschall, dann sieht man, die Zwillingen sind so miteinander verbunden. Hm. Also ich finde es total wichtig, dass sie es weiß. Aber es ist nicht so, dass wir unseren Schmerz auf Indi transporteren, sondern dass wir auch sein Leben feiern door über ihn zu sprechen. Mhm. Jedes Jahr auf seine Geburtstag, 8. Juni, gehen wir mit de papa's en met mama om mit Indi zu einem Grab. Schöne Blumen,
wir kaufen uns so einen Wunschballon, die man so in die Luft gehen lässt. Unterschreiben wir alle und feiern einfach sein Leben. Und ja, ich habe seinen Namen auch auf meinen Unterarm tätowieren lassen. Mhm. Und das, ja, das hat Indy geschrieben. Also das ist so eine tolle Geschichte, dass die Schwester natürlich die in so einem Kinderhandschrift das geschrieben hat. Und der Kussmund ist von der Mama? Die ist von Indy. Ah. Ja, ja, ja. Nein, kein Kussmund von die Mama, nein, nein. Die, wir sind zwar Mama und Papa zusammen, aber was wichtig ist, es gibt manchmal, dass man so eine Familie hat, dass man drei Eltern hat. Also Co-Elternschaft oder wie sie das nennt? Ja, es heißt Co-Elternschaft, aber Indy hat wirklich zwei Zuhauses. Also jeden Monat, jeden zwei Monate reden wir miteinander, was gut läuft oder was ein bisschen besser läuft. Vergleichen mit Leuten, die sich getrennt haben. Wie viele Leute, ich glaube in Holland, von drei Ehen lassen sich zwei trennen. Ich weiß nicht, wie in Deutschland noch schlimmer, vier von drei lassen sich scheiden. Na, da sind da so viele Kinder, die getrennten Zuhauses haben. Aber bei uns gab es keine Probleme oder Schmerzen. Oder hat der Papa eine andere Frau kennengelernt. Wir waren immer so. Und die Harmonie ist einfach da. Und die Kleine ist zu hören auf einer Platte von dir. Ja, an deiner Seite. Wunderschönes Lied. Ja, und sie sagt doch immer, Papa, das ist doch mein Song. Ja. Warum bin ich nicht dabei? Also, am Ende ist sie aber dabei. Am Ende ist sie dabei. Da sagt sie, Papa, ich liebe dich? Oder ja, 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 genau. Ja. Das hören wir uns jetzt ganz genau an. An deiner Seite, Eloy und seine Tochter bei Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Warm hier. Ich bin nass von. Sieht man es oder nicht? Nein? Eloy, wenn du dich nicht richtig hinsetzt, können wir nicht weitermachen. Okay, ich gehe gerne weiter. Radio B2, Chefsache, Macher im Gespräch. Eloy de Jong ist mein Gast. Schlagerstar, er steht dazu, finde ich super. Mann, der mit einer Teenie-Band erfolgreich und bekannt wurde. Und lass uns ein bisschen über das reden, was kommt. Wir haben ja über vieles geredet, was war. Jetzt, wir sind hier, im Hier und Jetzt. Und jetzt gucken wir mal nach vorne. Musikalische Ausrichtung bleibt, wie sie ist? Ich liebe, was ich singe. Ich finde es wichtig, dass die Texte wirklich etwas zu melden haben. Also was ich singe, dass es etwas bedeutet. Und die Musikrichtung, die ich zusammen mit meinem Producer gefunden habe, die liebe ich wirklich. Mit Christian. Ja. Mit Christian Geller. Mhm. Ja, er sitzt jetzt auch hier so im Studio. Sitzt in der Ecke. Darf nur in der Ecke sitzen. Ein ganz hübscher Mann auch. kann ich bestätigen. Hallo Christian. Duette mit Marianne Rosenberg gab es. Ja. Liebe kann so wehtun. Ja. Kommt denn demnächst wieder ein Duett mit einem bekannten Schlager-Popstar? Warte mal ab. Ja, ja. Da steht etwas in Planung. Und das steht also im Plan. Echt? Ja. Sag mir mal irgendwas. Sogar ganz leise, es hört ja keiner zu. Helene Fischer. Wirklich, ja? Nein. Okay. Naja, wieso? Carmen Nebel vielleicht. Ja, vielleicht. Eine Tour ist geplant. Mhm. Du bist in Deutschland unterwegs. Ja. Eloy de Jong ab Herbst. Ja, Oktober, November bin ich mit meinem Kopf aus Herz an Tour überall zu sehen. 19 Shows machen wir. Und das wird eine Mischung sein. Ja, eigentlich eine Mischung von was für Mensch ich auch bin. Ich liebe es zu tanzen, zu singen, ein bisschen Show zu machen, aber auch über mein Leben zu erzählen. Mhm. Weil die Geschichten auf Kopf aus Herz an haben natürlich alle auch so eine persönliche Geschichte dahinter. Ja. Es wird keine Buchlesung, aber dass ich ein bisschen über mezelf mit Bilder zeigen kann. Zum Beispiel die Geschichte mit Indy, wie wir das nicht genau wie wir das gemacht haben, aber Schritt für Schritt erzähle ich dann. Schritt für Schritt. Genau. Haben wir Indy gemacht. Liebe kann so wehtun mit Marianne Rosenberg. Ja. Ich sage ja, Mensch, Liebe kann aber auch so toll sein. Eloy de Jong und Marianne, übrigens beim Radio B2 Schlagerhammer am 13. Juli in Berlin mit dabei. Hier ist sie mit Eloy. Liebe kann so wehtun. Bitteschön. Deutschlands Schlagerradio. Noch macht's ihm Spaß. Ja. Eloy de Jong bei Radio B2, Chefsache Macher im Gespräch. Du hast es fast geschafft. Es ist so schön warm hier im Studio. Es ist warm. Das T-Shirt hast anbehalten. Ja, ja, ja. Du hast schöne blaue Blumen auf dein Shirt. Bei mir fangen die Blumen auch an zu wachsen. Ja, als man das auf Kamera sieht. Um den Ringschluss zum Einstieg zu haben, solange sie nicht welk werden und so weiter, ist da alles gut. Meine Blumen stehen noch ganz gut. Ja, die Blumen stehen. Okay. Ich werde mal nicht weiterreden. Halbsätze zum Abschluss, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
Oh, jeetje. Wenn E.T. spielt. E.T.? E.T., die Filme. Ah, okay. Ja. Na, die kann man ja heute bei Netflix und was auch immer, Amazon Prime oder... Ja, aber doch ist es etwas anders, wenn es im Fernsehen kommt. Ah, okay. Ich habe zu Hause... Also du liebst Werbung, diese Werbeunterbrechung dazwischen und so. Nein, aber ich habe zu Hause einen originale E.T. gemacht von dem originale Figur, die ja. auch im Film benutzt haben. Das war so eine Kindheitserinnerung. Ich liebe das. Aber ich werde ein ander Antwort geben, wenn die Eurovision Song Contest im Fernsehen ist. Okay, also einmal im Jahr guckt er Fernsehen. Oder E.T. oder ja. Genau, ja. E.T., du darfst danach auch nach Hause telefonieren. Meine größte Niederlage? Meine größte Niederlage. Ja, das finde ich eine schwierige Frage. Eine Niederlage. Ja, dass ich niemals es geschafft habe, um dem Gespräch mit meinem Papa zu führen. Meine Schwäche ist? Dass ich sensitiv bin. Ja. Und manchmal vielleicht ein bisschen mehr Kopf statt Herz zeigen kann. Ja. Also du würdest mehr Kopf zeigen als Herz. Ich bin rationaler. Ich bin ein Herzmensch. Finde ich doch super. Die meisten sind alle so kopfgesteuert. Verdammt nochmal, bleib nur so, wie du bist. Okay, meine Geburtsstadt Den Haag. Was verbindet dich noch damit? Ist wichtig in Holland, weil da die ganze Politik sich abspielt. Aber ich bin schon seit Jahren nicht mehr in Den Haag gewesen. Ja. Aber ja. Du wohnst in de Eifel auch, glaube ich, ne? Wir haben eine Wohnung in de Eifel, aber ja. Ich wohne auch in Utrecht in Holland. Ja. Das ist eigentlich dem Hauptort. Was? Ich habe einfach nur so gelacht. Der Hauptort. Nur kein Grund. Nein, einfach nur so, ich mich freue, dass du da bist und noch mehr freue, dass du jetzt gehst. Management. Die Sendung ist nämlich vorbei. Oh, wirklich? Jetzt? Ja, genau. Ah. Wir haben es geschafft. Eloy de Jong bei Radio B2. Wir werden dich in den nächsten Tagen und Wochen hören mit deinem aktuellen Titel, auch mit einer neuen Mischung daraus. Der heißt, sag ihn mir nochmal. Kopf aus Herz an. Mensch, Tanz. Kopf aus Herz an, genau. Samba. Genau, Tanz Samba. Und jetzt aber, den haben wir anfangs gehört, jetzt gibt's nochmal Verrückt von Eloy. Danke, dass du da warst. Alles Liebe, alles Gute, toi, toi, toi. Es hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Alles Liebe an die Hörer auch. Und ich mag deine blaue Blumen. Danke. Shirt. Jetzt geh. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio.